Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Boss Aura Box von Kollega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Boss Aura von Kollega aus dem Jahr 2011. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier die sogenannte limitierte Amazon Edition. Diese kam in einem regulären Karton, in so einer Kartonbox, und diese ist rundum schlicht in diesem Karton braun gehalten. Nur auf der Oberseite haben wir hier so einen Aufkleber, anhand dessen wir erkennen können, was sich darin befindet. Wir lesen hier limitierte Amazon Edition plus Bonus Tracks, T-Shirt und Poster. Rechts haben wir noch einen Barcode. Darunter haben wir das Logo von Kollega, das silberne Ahornblatt, Kollega, der Boss, darüber zu lesen. Rechts sitzt der Boss höchst selbst an seinem Schreibtisch. Links unten Boss Aura und rechts unten das Logo von Selfmade Records. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir ein Shirt und natürlich das Poster. Von innen die Box glatt braun. Machen wir an dieser Stelle mal wieder zu und packen wir dabei zur Seite. So, und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ein Standard Jewel Case. Das Cover ist das Cover, welches wir schon von der Box kennen. Wir haben hier wieder Kollega vor dieser Skyline sitzen. Hier lesen wir Kollega Boss Aura Selfmade Records 2011. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 21 Tracks. Die letzten drei hier sind als Bonus-Tracks angegeben. Und wir haben hier jede Menge Features. Wir haben Features von Ole Carré, Franzosen-Feature. Dann haben wir Features von San Diego, Farid Bang, Haftbefehl, nochmal San Diego, Locke, nochmal San Diego und John Webber, Shahin und nochmals San Diego und John Webber. Credits zum Album und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Und zwar nochmal ganz kurz zum Cover. Wir haben hier Kollega sitzend vor der Skyline von New York. Wieso New York? Das erkennt man besonders an diesem Gebäude recht gut. Das hier ist das Empire State Building. Also das ist eindeutig New York. Wir haben hier einen schwarzen Schreibtisch. Der alleinige Weltmonarch sitzt hier. Wir haben hier eine relativ großzügige Portion Koks, die hier in Ahornblattform aufgetischt wurde. Daneben liegt eine American Express Karte, mit der wurde das Koks hier höchstwahrscheinlich zubereitet, also entsprechend in Form gebracht. Und dann haben wir hier noch einen Aschenbecher, in dem eine Zigarre qualmt, auf einem goldenen Cobra-Kopf, passend zum Track Cobra-Kopf. Jawohl. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einzelne Tracks aufgelistet, inklusive der Infos natürlich, wer daran beteiligt war. Also, wer hat den Beat gemacht, wer hat das Ganze arrangiert, gemixt, gemastert, wer wurde gefeatured. Das alles kann man diesem Booklet entnehmen. Und das Ganze ist dann auch unterlegt mit Fotos. Also, wir haben hier alte Aufnahmen von Kollega, wer kennt sie nicht. Die ganzen Schnappschüsse aus den diversen Videos, aus den Vlogs, wie Kollega damals unterwegs war, in den Staaten und auch im restlichen Ausland. Ja, das waren noch Zeiten, der Boss hier mit voller Mähne, war immer sehr amüsant, das zu beobachten. Dann haben wir hier weitere Aufnahmen und natürlich auch weitere Tracks, hier der angesprochene Track Cobra Kopf, weitere Aufnahmen, ja, ich glaube hier dürfte gerade eine Statue von unserem alten Freund Voivoda Big
im Bild sein und Kollege dürfte uns gerade erklären, wer der gute Mann ist. Dann haben wir hier noch eine Doppelseite, die auch wieder das Cover zeigt, allerdings hier etwas mehr. Also nicht nur hier quadratisch, sondern hier links noch etwas mehr von der Skyline. Dann haben wir weitere Aufnahmen und natürlich weitere Infos. Hier unter anderem mit der Queen. Weitere Fotos und hier zum Abschluss dann noch die letzten drei Tracks. Jawohl. Dann haben wir hier eine Danksagung. Ich danke Gott, meiner Familie und meiner wunderschönen Freundin, die immer hinter mir steht. Und dann haben wir noch Grüße. Grüße gehen raus. Jawohl. Und zum Abschluss gibt es dann noch die weiteren Beteiligten, also die jetzt abgesehen von dem musikalischen oder von dem Rap-Part, die hier ihren Beitrag am Album geliefert haben, also im Album-Entstehungsprozess und das Ganze rundherum eben mitbegleitet haben. Und hier zum Abschluss noch die drei Websites von Selfmade Records, dem Shop und Facebook. Jawohl, dann machen wir das Booklet mal wieder rein und kommen zur CD. Die sieht so aus wie auch schon das Cover. Und auf der Rückseite kommt dann hier in Goldgelb das Selfmade Records Logo zum Vorschein. Kollege ja lange, lange Zeit dort gewesen, viele Alben released. Mittlerweile ja sein eigenes Label gegründet, Alpha Music Empire. Dann haben wir mit dabei ein Shirt. Und zwar ist dieses in Schwarz gehalten. Auf der Brust haben wir auch hier wieder das Logo, was wir schon vom Cover kennen. Und zwar dieses silberne Ahornblatt mit dem Schriftzug Kollega der Boss. Und was man hier oben sieht, dieses kleine Ding hier, das ist das alte, das wirklich erste, das ursprüngliche Logo von Kollega. Dieses geschwungene K mit dem halben Ahornblatt, das war Kollegas ursprüngliches Label, Label sage ich schon, Logo. Und das gab es damals auch als Merch zu kaufen. Shirts bzw. Pullover mit diesem Aufdruck. Von hinten das Ganze komplett in Schwarz, also kein Neckprint hier. Und das Shirt ist ein Fruit of the Loom Classic Value Weight in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Marokko. Grüße gehen raus. Dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein Poster. Und zwar sieht das so aus. Wir haben hier das Cover nochmals, allerdings auch hier wieder in dem Querformat. Links unten das Logo von Selfmade Records. Rechts unten haben wir hier weiter nichts. Und hier eben der alleinige Weltmonarch an seinem Schreibtisch sitzend vor der New Yorker Skyline und der Himmel hier in diesem Gold-Gelbton. Sehr schön. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gesagte Poster im Querformat einseitig bedruckt. Dann das Shirt hier in Schwarz. Und natürlich das Album an sich, Boss Aura, mit insgesamt 21 Tracks. Kleine Info dazu noch. Es gab noch einen 22. Track, den gab es aber exklusiv auf iTunes. Also die Leute, die sich damals das Album auf iTunes geholt haben, die hatten noch einen 22. Track. Ich glaube, der hieß Too Sexy, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Album mit 21 Tracks. Gut. Das alles in dieser wunderbaren Box. Und kleine Info noch zu dieser Box, weil viele Leute mich schon lange, lange gefragt haben, wann ich diese Box vorstellen möchte. Ich habe das Album damals, beziehungsweise die Box, also das Album in dieser Box-Variante, natürlich vorbestellt gehabt. Und das war eben dann im Oktober 2011, dass das Album bzw. die Box bei mir zu Hause angekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon ein Kollegah-Fan und natürlich auch ein Sammler. Allerdings wusste ich noch nicht wirklich, dass ich Boxen sammeln werde, geschweige denn, dass ich irgendwann mal einen eigenen YouTube-Kanal machen werde, wo es um Unboxings und Deluxe-Boxen geht. Deswegen habe ich, auch wenn ich es nach wie vor sehr stark bereue, damals meine Box entleert und nachdem das ja auch so eine reguläre Kartonbox war damals von Amazon, habe ich die dann blöderweise entsorgt. Ja,
hat mich natürlich nicht gefreut im Nachhinein. Und somit ist natürlich jetzt etwas Zeit vergangen und ich habe auch jetzt etwas Geld in die Hand nehmen müssen, um das Ganze nochmal zu besorgen. Bedeutet, ich habe euch diese Box jetzt nochmal besorgt, die Box, das Shirt, alles drum und dran. Bedeutet, bis auf die Box habe ich jetzt alles doppelt zu Hause, aber die Box war leider nicht einzeln zu bekommen und ja, jetzt konnte ich euch die endlich vorstellen. Gut, das alles eben gezeigt in dieser wunderbaren Box. Boss Aura von Kollega. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kollega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.